Der größte Weihnachtsmarkt Norddeutschlands. Und mittendrin ein Däne. Rostocks Oberbürgermeister Klaus Ruhe-Matzen. Jetzt darf ich gleich den Weihnachtsmarkt eröffnen. Ach, in 5 Minuten. 15:30 Uhr. Ach, jetzt? Ja. Ich glaube, ich hoffe hier um die Ecke, ja, oder? Ist da, das ja, ja, na, dann, bevor ich Ärger kriege, gehe ich schon mal los. Da ist auch ein Weihnachtsmann. Tag, Weihnachtsmann. Du sagst ja nachher was. Ne? Ich sag was. Ja, weiß ich nicht. Kriegen wir das spontan hin. Ich habe jetzt nichts vorbereitet. Aber du musst irgendwie den Satz loswerden. Hiermit ist der Rostocker Weihnachtsmarkt eröffnet. Okay. Mein Büro ist wahrscheinlich nervös, ob ich... Bei Inga wartet bestimmt auf Sie. Hallo? Der Oberbürgermeister ist unvorbereitet zur Eröffnung marschiert. Im Rathaus macht man sich Sorgen. Halb so wild. Ich stehe hier mit dem Weihnachtsmann. Einen besseren Berater kann ich ja gar nicht bekommen. Im Rathaus ist seine entspannte Art noch ungewohnt. Deutsche Bürokratie trifft auf dänische Lässigkeit. Deshalb war die Wahl für ihn eine Mutprobe. Aber auch die Rostocker Wähler, findet er, haben Mut bewiesen. Im Grunde genommen kann Rostock darauf stolz sein, die erste Großstadt zu sein mit einem ausländischen Oberbürgermeister. Und es beweist doch, wie weltoffen Rostock ist und wie cool die Menschen hier sind und sagen, hey, uns geht's um den Inhalt und nicht um den Pass. Dicke Akten findet man nicht auf seinem Tisch. Kopenhagen ist sein Vorbild. So wie die dänische Metropole soll auch Rostock zur Fahrradstadt werden. Aber da, also Fläche ist da nun wirklich vorhanden. Und da irgendwie was Intelligentes raus. Also da kann man auch mal einen Ideenwettbewerb machen oder was? Für eine fahrradfreundliche Innenstadt. Politik nah am Bürger, so will Rostock auch dem Rechtstrend in Deutschland begegnen. Den bekommt Matzen als Ausländer selbst zu spüren. Also es gibt auch ein paar, die mir direkt schreiben, das oder jenes finden sie nicht ganz so berauschend. Aber, schreiben die das so? Na, die schreiben das schon etwas direkter. Aber das, ich Beispiel? Finde, was wird denn da? Also da gibt es auch mal den einen oder anderen Kommentar dazu, dass ich nicht deutsch bin. Einen riesengroßen Applaus für unseren Oberbürgermeister. Aber jetzt. Zurück auf dem Weihnachtsmarkt. Und der ist kein Heimspiel. Matzen war bislang Möbelhändler und kein Konferencier. Da ist er. Ich soll was sagen? Ja. So, liebe Kinder, ich soll den Weihnachtsmarkt eröffnen. Ist das cool? Ja! Das finde ich auch mega cool. Ich wäre natürlich, wenn ich nicht Oberbürgermeister wäre, auch sehr, sehr gerne Weihnachtsmann. Mama. Warum? Weil er nur einmal im Jahr arbeiten muss. Ja. Gewählt wurde er, weil die Rostocker ihm zutrauen, nicht nur mit dem Christstollen fertig zu werden, sondern auch mit der sperrigen deutschen Verwaltung. Dass er Däne ist, sehen manche als Vorteil, aber nicht alle. Das ist eine Veränderung. Da muss man gewillt sein, Veränderungen anzunehmen. Und das weiß ich nicht, ob Rostock das schon kann. Das kann man jetzt ja auch nicht sagen. Deutsch oder Ausländer jetzt, ich finde das ein bisschen albern. Aber er hat keinen deutschen Pass. Das verstehe ich eigentlich auch nicht. Ne? Es gibt ja auch Menschen, die zwei Pässe haben, Deutsch und bling an. Ich weiß auch nicht, mit welchem Grund er keinen deutschen Pass hat. Das kann ich nicht beantworten. Ich werde auch daran festhalten. Ich habe meinen dänischen Pass und sonst keinen. Das finde ich auch richtig. Warum? Weil das ja ein Fakt ist. Also, wenn jemand in Deutschland geboren ist und er zieht nach London, ist er ja noch kein Engländer. Auch das überschaubare Rostock hat für den neuen Oberbürgermeister seine Tücken. Beim nächsten Termin muss er erst mal den Eingang finden. Endlich am Ziel eine Diskussion im Gymnasium zum Thema Bildung. In Dänemark gibt es auch erst in der 8. Klasse das erste Mal überhaupt eine Note. Hier ist schon in der 2. Klasse schon Stress und was hat Peter und was hat Hans und so weiter für Noten. Und, ja, und da immer diese täglichen, ich kenne nicht mal die Namen von allen täglichen Übungen, Test, Klassenarbeit, Wahnsinn. In Sachen Schule können die Deutschen sicher von den Dänen lernen. Im Bildungsvergleich liegen die nämlich weit vorn. Was den Weihnachtsmarkt angeht, findet Oberbürgermeister Matzen, ist Rostock aber einsame Spitze.